Jo Leute, was geht ab? Wir sind heute wieder am Start mit einem neuen Video. Und zwar spielen wir hier weiter auf meinem zweiten Kanal das Spiel The Lost City von Fire Maple Games. Und wir haben bereits schon zwei schöne Rätsel gelöst. Und zwar die Schlüssel. Und zwar, wir haben einen Stein bekommen. Und zwar den Sommerstein. Und ich glaube auch, du bist mit der hingekommen. Und zwar ist es der nächste Tag. Und zwar müssen wir einmal Sommer aktivieren. Und dazu müssen wir meines Erachtens nach hier hinten gehen. Zur Sonnenstatue, wo wir mal waren. Nämlich hier kommt die Sonne hin. Und der Winter wird zur Sommerzeit. Dem machen, genau. Einmal den austrocknen. So, dann war ein Rätsel. Wir müssen das zu Winter, den kommt dann zu Herbst und dann erscheint eine Truhe. Okay. Okay, wo kriegen wir die schöne Blume her? Ich glaube, erstmal jetzt Rätsel hier lösen, genau. Genau, einmal das hier schon lösen. So bisschen. Wenn ich mal das kann, vielleicht sein, dass es ein bisschen assig geworden ist. Für Herbst. Okay, wir brauchen hier eine Schaufel auf jeden Fall. Okay, was machen wir auch schon? Okay, wie geht's hier weiter? Okay, da ist die Sonne. Okay. Das haben wir schon gelöst. Okay, ich glaube, nochmal etwas auch zu tun mit Feuer, oder ne? Ja. Weil alles nochmal ausgetrocknet ist, brauchen wir mal den. Und wir brauchen leider einmal hier einen Code. Und zwar gleich mit einem Ort, mich unten drunter. Aber das hier. Das geht einmal dort dahin. Ne, falsch. Hier war es gewesen, da. Und in der Höhle war es gewesen, genau. Und damit eisernen Löwenschlüssel, okay. Und ich glaube auch zu wissen, wo der hingehört. So, hier drüben können wir das machen, hier. Münze und Fernrohr. Ah, wenn wir gerade hier sind, können wir was machen. Fernglas, Uhrenteil aussortieren. Ja. Erste Uhrzeit, okay. Dann noch ein Kuhl hier, da müssen wir einmal. Ich weiß den Name, aber da müssen wir einmal ganz kurz noch etwas machen, und zwar nochmal kurz auf Frühling umstellen. Aber vorher machen wir was hier oben noch, oder hier oben. Eine andere Uhrzeit und aufschreiben, nämlich diese hier. Und zwar haben wir hier 4 Schlangenuhren. Aber. So, die kleine ist auf 9, die andere auf 6. Okay. Das ist 9 Uhr. Und das ist 6. Und ja, blaue zeigt auf 3, die andere auf 10.
6, 8, 10. Und darauf bekommen wir eine goldene Schlange. Und mit der wandern wir zurück in den Grund und aktivieren einmal das hier. Die Tür offen auf den Code. Für den späteren Code. Und zwar einmal hier noch diesen Schrottschlüssel in der Mitte. So, da drin wird auch noch was befindlich sein. So. Wir müssen einmal hier noch die Uhr umstellen. Auf Frühling wir einen Code bekommen. Ja, ich weiß, den muss ich einmal machen, weil... So, war das noch hier? Müssen wir einmal noch kurz den Löwenschlüssel aktivieren. Wir kommen jetzt Puzzleteil noch. So, drei Lüften aktiviert, okay, sehr schön. Oh, da kommt gleich den Schlüssel. War nicht Herz und auf Dings gewesen. Ah, auch der letzte Stein, das war der Frühlingsstein gewesen, aktivieren musste, genau. Einen von müssen haben wir schon mal hier. Wir wollen noch einen anderen. So, und jetzt gehen wir für Herbst. So, einmal hier machen an der Feuerstelle, die mich an ist. Einmal löschen, bitte. Und dafür nehmen wir eine Holzkohle. Und mit dem wollen wir mal kurz rüber. Auf die Insel. Hier in der Wand einen Code verstecken. So, um den Brunnen neu zu kommen. Aktivieren und zwar kurz leider Gottes Willen diese Sommerzeit nur so kommen wir in den Brunnen runter. Okay, meine Freunde, dann gehen wir mal in den Brunnen. So, ich brauche hier meinen Besen, das ist doof. Ah, man kann einfach sie lösen. Ah, ganz klar. Wir brauchen eine Herbststatue. So, ich glaube, ja, da kommt eine Brücke wahrscheinlich hochgefahren. So, für Herbst müssen wir einmal eine andere Statue aktivieren. Die ist nämlich hier vorne auf der Insel. Ja. Herbst. Und nun können wir endlich das Rätsel vollenden. Hebel. Ich habe nicht gesehen, wann nützlich sein kann. Der ist nämlich hier zu nutzen. Und hier für meinen Besen an die diese App. So, irgendwo ist auch hier eine Blume. Die blaue Statue ist einfach blau. Sind wir dann mal kurz. Ja. Ganz halt doof. Jetzt muss ich mal raten.
So, ich war im Winter gewesen, ne? So, ich glaub, die eine Blume war vorne mal gewesen, glaube ich. Ja. Die Blume aus dem Busch, eine Rose, also eine Herbstblume anscheinend. Bald kommt meine Brunnen runter, eigentlich wäre ein Herbst. Ja. So, haben wir den Job gekehrt und ich in einen Code. Und zum Vorschein kommt auch der letzte Löwe. So, bevor wir den aktivieren, so eines noch machen, und zwar hinten. Nicht hier. Mit der Brücke noch ein Rezept machen. Wahrscheinlich was gesehen. So, hier geht was. Okay, Flamme, okay, Rohr, Rohr. Okay, ist ein Rezept, okay. Und mal hier vorne, was es ist, okay. Das machen wir ganz kurz. Also, rot, dann so. Dann noch rot, und noch Ding. Dann blau. Und dann Leder. So. Und wir brauchen nochmal die Sommerzeit, Freunde. Denn ohne die Sommerzeit können wir eine Sache nicht ausbuddeln, was ich vorhin gesehen habe im Sommer, und zwar an der einen Stelle ist ein X gezeichnet, eine Schatztruhe-Karte, also quasi. Und zwar gleich hier vorne, wenn man hier nach links geht, hier am Boden. So, Blumenrätsel. Ich glaube, einfach mit einem Kurzton da abholen. Okay, das ist eins, zwei, blau, drei. Okay, also ich glaube, ich habe was gesehen, so. Eine Blume, ein Blatt ist rot, drei sind grün, blau, rot, blau, grün. Ja. So eine Kurbel. Wo geht die Kurbel her? Ah, ich weiß wo. Beim Baumhaus. Da war was gewesen. Jum. Nice. Da war auch noch was gewesen, hier vorne der Höhle. Und irgendwie fließt hier eigentlich Teil irgendwie. Sollen wir den einen in den Messer bringen? Sollen wir nur einen Stock? Ein langer Angel. Nice. Am besten so angeln im Sommer, und zwar hier vorne bei den Fischen. Nice. So, die Lösung hier. Nehmen wir eine Kachel aus einem vertrockneten Trog. 34. Ich war beim Wasserfall noch ein paar Mal gewesen.
oder können wir hier tricksen? Ja, wir noch tricksen. Warum habe ich die kaputte Schlüssel nicht genommen? So dämlich. Die ganze Zeit nicht genommen, ne? So. Genau, dieses Bild hier vollständig. So. So, Freunde, wir kommen zum großen Finale, aber das machen wir im nächsten Part, Freunde. Bis denn, euer Nave Gamer. Und ciao, meine Freunde.